Hallo und herzlich willkommen zum großen Wichtel-Stream hier beim Stempelpalast. Ja, heute ist schon der dritte Advent. Ich habe schon artig 3 Kerzen angemacht. Und ich höre mich selber reden. Das läuft immer am besten, ne? Ich will mich nicht reden hören. Ich hätte gerne meine Kommentare noch gelesen. Deswegen kriegt ihr die Weihnachtsfrau hier ein bisschen Technik an den Start. Ja, und ich hoffe, dass wir ein bisschen heute Abend gemeinsam Geschenke auspacken können. Da, auf dem Handy lese ich den ersten Kommentar und einen anderen Kommentar lese ich jetzt auf dem Tablet. Sehr spannend hier, sehr spannend. Aber wir kriegen das in jedem Fall hin. So, jetzt habe ich Kommentare. Vielen Dank. Jetzt kann ich hier nämlich ein bisschen verfolgen, was hier passiert. Ich habe ein paar Kekse mitgebracht. Ich hoffe, ihr auch. Und ich habe einen Tee gekocht. Und freue mich auf die nächste Stunde, vielleicht 1,5 Stunden mit euch. Und sage erstmal, schön, dass ihr da seid. Prost! Ja, wir warten einfach noch einen ganz kleinen Moment, bis alle eingetrudelt sind. Ich habe natürlich, sehr lustig, wenn ich mir später beim Trinken zugucke, ne? Ich habe eine Geschichte vorbereitet und ehrlich gesagt habe ich diese Geschichte sogar gefunden. Und zwar in einem der wichtigen Geschenke. Natürlich tue ich sie da auch wieder rein, bevor ich sie weiterschicke. Aber ich finde sie so schön, dass ich sie heute Abend einfach vorlesen möchte. Genau. Ich bin übrigens heute Abend auch nicht alleine. Ich habe einen kleinen Wichtelhelfer, der mir heute Abend das Leben ein bisschen vereinfacht und kleine Handreichungen macht. Und an dieser Stelle natürlich erstmal Dankeschön an meinen Wichtelhelfer. Der mich heute Abend einfach begleitet. Genau. So, ja, Zeit, Leute zu begrüßen. Einen wunderschönen guten Abend. Liebe Simone, hallo Dörte. Eva ist da. Hallo, hallo Iris, hallo Heike. Schön, dass ihr alle reinschaut. Ich freue mich sehr. Und ich bin... guck mal, Iris schreibt, hallo liebe Michelle. Ja, genau. Hallo Martina. Schönen dritten Advent, sieht das gemütlich aus. Ja, es ist total gemütlich hier. Mit Kerze und Tee und Keks und warm und alles schön. Ich freue mich sehr. Ja, Annika und ich sind auch da. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Annika. Hallo Anja, schön, dass ihr auch reinschaut. Da freue ich mich auch sehr. Schön, dass ihr da seid. Ja, was soll ich sagen? Eine komische Zeit im Moment, oder? Es ist viel passiert in 2020. Wenig fühlt sich vertraut an. Vieles ist einfach ausprobieren. Abstand halten. Anfang des Jahres haben wir das so noch Social Distancing genannt, wobei ich relativ schnell festgestellt habe, es geht nicht um Social Distancing, sondern es geht um Abstand. Und das war die Zeit, in der ich versucht habe, ganz massiv auch präsent zu sein, hier bei Facebook, beim Stempelpalast. Also ich lebe mittlerweile, glaube ich, in Zoom und habe versucht, einfach ein Ansprechpartner zu sein und digital da zu sein und Erlebnisse zu schaffen. Ich habe meinen Geburtstag in Zoom gefeiert und wir hatten ein kleines Privatkonzert. Und wir haben wirklich viel erlebt in den letzten 9 Monaten. Und
ich freue mich einfach, dass so viel in meinem Team, auch teilweise mit den Kunden schon und auch mit Freunden, einfach digital funktioniert hat. Über WhatsApp-Video, über Zoom, über Telefonkonferenzen. Ja, um wirklich nicht mich sozial zu distanzieren, sondern eigentlich präsenter zu sein denn je. Und ja, ich habe mit dem einen oder anderen in den letzten Tagen schon gesprochen und wir haben schon festgestellt, wir haben uns während Corona mehr gesehen als ohne. Wir haben mehr Kontakt, wir machen mehr miteinander in Zoom, weil wir abends einfach, wir schmeißen Zoom an, dann sitzen wir an unseren Basteltischen und basteln gemeinsam. Wir haben gerade am Samstag gestern, heute ist ja auch erst Sonntag, ne? Wir haben gestern einen Kreativtag gehabt. Da würde ich vom Gefühl sagen, 50% des Tages ist kein Wort gesprochen, aber trotzdem waren wir nicht alleine. Und das war einfach wirklich schön. Jeder muss zu Hause bleiben und wer heute die Nachrichten verfolgt hat, der weiß, dass wir jetzt noch mehr zu Hause bleiben werden müssen. Aber ich glaube trotzdem, ist es nicht schlimm. Und ich bin total gespannt auf mein diesjähriges Silvester. Ich habe nämlich vor, dieses Jahr Silvester in Zoom zu feiern. Und ich bin gespannt, wie das wird. Ich bin alleine hier zu Hause und ja, mal gucken. Entweder gucke ich einen Film oder ich bastel was. Auf jeden Fall bin ich in Zoom und wer dazukommt, kommt dazu. Und wer nicht dazukommt, der hat was anderes vor. Aber ich bin gespannt. Insofern freue ich mich einfach auf das neue Jahr. Natürlich werden die Herausforderungen noch eine Weile bleiben. Aber ich glaube, sie beängstigen uns nicht mehr so sehr. Und das ist einfach wichtig, auch für die Seele. Und insofern versuche ich auch heute Abend mit dem Wichtel-Stream ein bisschen Normalität zu finden. Ein bisschen, haben wir letztes Jahr schon gemacht, war toll, machen wir wieder. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid und dass ihr zuschaut und dass ihr mitschreibt und dass ihr mitfiebert. Und ich habe ja schon ein bisschen geluschert und ich bin echt sprachlos, was da entstanden ist, wie kreativ ihr wart. Also Wahnsinn. Aber ich will auch nicht mehr euch so lange auf die Folter spannen. Wir packen das gleich einfach an. So, Simone sagt, dein Pulli passt mit den drei Tannen perfekt zum Tag heute. Ja, das stimmt. Dankeschön. Coole Idee. Ja, jetzt frage ich mich. Nö, scheinen alle Kommentare zu sein. Ja, dann würde ich doch einfach mal, wenn mich nicht alles täuscht, kommt... Genau, diese Geschichte von der lieben Maria. Eigentlich gehört sie, glaube ich, in das Wichtelgeschenk. Aber ich finde sie wirklich schön, dass ich gedacht habe, ich nehme diese Geschichte, um sie euch vorzulesen in diesem Jahr, damit alle Wichtel was von Marias toller Wichtelgeschichte haben. Die Geschichte heißt Viele bunte Weihnachtspäckchen. Bald ist Weihnachten. Du bist ganz aufgeregt. Alles ist so spannend ringsrum und deine Eltern tun sehr geheimnisvoll. Du liegst im Bett und sollst eigentlich einschlafen. Aber du bist zu aufgeregt, wegen Weihnachten. Zu gerne möchtest du wissen, oh, und neugierig bist du auch, Entschuldigung, auch wegen Weihnachten. Zu gerne möchtest du wissen, was deine Eltern reden und was sie sich ausdenken. Vielleicht ist es eine ganz tolle Weihnachtsüberraschung. Du grübelst und grübelst
und dein Herz schlägt schneller und lauter als sonst vor lauter Grübeln und Aufregen. Es ist spät, Augen zu und schlafen, sagt Mama. Du schließt die Augen. Einschlafen aber kannst du nicht, weil du so aufgeregt und neugierig bist. Du spürst, wie dein Herz heftig pocht, und weil es so heftig pocht, fühlst du dich noch weniger müde. Nein, ganz wach fühlst du dich. Du spürst, wie dein Herz, Entschuldigung, gerade als du wieder die Augen öffnen willst, hörst du ein leises Singen. Es ist ein hohes, fröhliches Singen und es klingt so schön nach Weihnachten, dass du die Augen nun fest zuhältst. Du glaubst nämlich, dieses schöne Singen würde sofort verschwinden, wenn du die Augen öffnest. Bleib bei mir, flüsterst du. Dann beginnst du mitzusummen und bald kannst du auch den Text singen. Der geht so. Viele bunte Weihnachtspäckchen stapeln sich in jedem Eckchen, hübsch verpackt auf Päckchenbergen, alle von den Weihnachtszwergen, für die Kinder wohlbekannt, packen wir Päckchen im Wichtelland. Wieder und wieder singst du das kleine Lied und auf einmal bist du ganz woanders. Du sitzt in einem großen Raum in einem Schaukelstuhl. Rings um dich herum wuseln hundert und mehr kleine Wichtelkerle. Sie sind sehr beschäftigt. Sie singen und packen viele bunte Weihnachtspäckchen. So viele, dass du sie nicht zählen kannst. Immer wieder wuselt ein neuer Wichtel an dir vorbei. Und jeder Wichtel trägt ein neues, aufregend glitzerndes Päckchen, das er an die hintere Wand des großen Raums legt. Schon ein hoher, bunter Päckchenberg stapelt sich dort. Du staunst. So viele Päckchen, so viele Geschenke, so viele Überraschungen. Einer der Wichtel, der gerade mit einem Päckchen an dir vorbeiläuft, zwinkert dir zu. Du willst etwas sagen, doch schon ist der Weihnachtswichtel verschwunden. Ihm folgt ein zweiter, ein dritter, ein vierter, ein immer schneller wuseln die Weihnachtswichtel mit immer mehr Päckchen an dir vorbei. Du willst sie zählen, 1, 2, 3, 4, 5, 6 und mehr, immer mehr, so viele Weihnachtswichtel und so viele Weihnachtsüberraschungen in so vielen bunten Päckchen, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Du wirst müde. Aufgeregt bist du nun nicht mehr und dein Herz schlägt nun auch wieder ganz ruhig und gleichmäßig. Eigentlich möchtest du nun gerne schlafen, aber es ist nicht unhöflich, Gast im Wichtelland zu sein und einfach so einzuschlafen, also zählst du weiter. Das Zählen ist ganz schön anstrengend. Du zählst weiter und zählst und zählst. Und eigentlich bist du längst eingeschlafen und schaust im Traum den Weihnachtswichteln beim Päckchenpacken zu. Oder? Ich finde, das ist eine tolle Geschichte zum Wegträumen. Einfach mal die Seele baumeln lassen und den Weihnachtswichteln beim bunten Päckchenpacken zugucken. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Elektra. Schön, dass du reinschaust. Ja. Ich würde ja gerne von euch mal wissen, wie weit seid ihr denn so mit euren Weihnachtswichteln? Habt ihr denen schon die Tür geöffnet? Habt ihr schon die Wunschzettel verschickt? Habt ihr schon die Kekse gebacken für den Weihnachtsmann? Oder das Christkind? Ich glaube, das Christkind mag auch Kekse. So wie ich. Ich esse auch einen. Iris sagt, sehr schöne Geschichte. Ja, ich mag sie auch sehr. Als ich sie gelesen habe,
war meine Suche nach einer Geschichte für dieses Jahr beendet, tatsächlich. Bei mir Geschenke gucken. Ich trinke noch einen Schluck Tee, dann macht mir der Wichtel noch mal die Tasse voll. Dankeschön, lieber Wichtel. Und dann gucken wir mal. Ich muss ja mal gucken hier. Jetzt kann ich mich ja kontrollieren, ne? Dass ihr nicht lesen könnt, was ich lesen kann. Dankeschön. So, wir starten. Och, Anke, lass dich drücken. Anke sagt, du bist so süß. Ich habe gerade ein bisschen Pipi in den Augen. Lass dich drücken. Ganz virtuell. Aus der Ferne. Iris sagt, ich bin irgendwie noch gar nicht so recht in Weihnachtsstimmung. Ja, das kann ich sehr gut verstehen. Ich weiß auch tatsächlich überhaupt nicht, wo die ganze Zeit geblieben ist. Ich hatte am Freitag große Jahresendsitzung in der Firma und davor ist sowieso nichts mit Weihnachten. Aber heute Abend fühlt sich das schon ein bisschen nach Weihnachten an. Iris hätte übrigens auch gerne Tee. Der Wichtel macht einen Knicks. Kannst schon mal losfahren, als den Weg ist da hinten. Nimm am besten gleich das Wichtelgeschenk mit. Aber da müssen wir erst reingucken. Aber wir fangen trotzdem an mit dem Weihnachtswichtel von der lieben Steff. Dankeschön. Wie im letzten Jahr werde ich die Wichtel zeigen und also die Geschenke zeigen und sagen, von wem sie sind. Ich sage aber noch nicht, für wen sie sind. Das werden wir wie letztes Jahr auch ganz am Ende des Streams sagen. Und wer sich überraschen lassen möchte, müsste dann vorher abschalten. Ich würde aber noch mal ein Zeichen geben und ihr verpasst auch danach nichts mehr. Ich lese dann einfach nur noch vor, wer welches Wichtelpräsent bekommt. Aber aktuell verrate ich nicht, für wen das ist, sondern nur von wem das ist. Und dieses Wichtelpräsent ist von der lieben Steff. Steff hat einen Stern gebastelt. Und aktive Facebook-Verfolger haben diesen Stern sicherlich auch gesehen. Ein sehr, sehr schöner Stern. Ich finde ihn wirklich mega schön. Und ja, ich bin tatsächlich in diesem Jahr ein bisschen neidisch, weil ganz, ganz viele tolle Präsente dabei sind, die ich am allerliebsten behalten hätte. Ne? Aber Briefgeheimnis waren wir natürlich, aber wir wären keine Basteltanten, wenn wir nicht wenigstens die Front zeigen würden. Und insofern zeige ich euch die Front der Karte, aber der Inhalt ist natürlich für das Wichtelkind und bleibt uns insofern verborgen. Und dann gibt es hier, total niedlich, Washi-Tape mit Nussknackern. Dankeschön. Wenn meine Mutter das sieht, ne? Oh wei, oh wei, oh wei. Also Washi-Tape mit Nussknackern und gestempeltes Kraftpapier zum Einpacken. Wie aufwendig das ist, kann ich nachvollziehen. Und innen drin ist ein ganz toller Kalender. Die Folie habe ich jetzt nicht abgemacht, deswegen sieht man mein Ringlicht noch. Mit ganz tollen Sprüchen 2021. Ich liebe den, ich habe den dieses Jahr gehabt, unter anderem. Und die sind schon echt knackig, die Sprüche. Und ja, ich freue mich für diejenige, die das Ding im kommenden Jahr
begucken darf. Ich reiche das mal zurück. Vielen Dank, liebe Steff, für dein tolles Wichtelgeschenk. Wir machen weiter mit dem Wichtelgeschenk von Anja. Manche kennen ja auch meinen Kühlschrankkalender. Ne? Der ist dann in A4 und das Ding ist in klein. Und mein Kühlschrankkalender gilt wochenweise und der da ist täglich. Aber mindestens genauso witzig. So, die liebe Anja hat auch gebastelt. Und zwar gibt es einen Tannenbaum von Anja zum Hinstellen. Sehr süß. Ich finde, der passt wunderbar hier auf meinen Weihnachtstisch. So, vielleicht. So, da steht er gut. Dann gibt es eine Weihnachtskarte. Natürlich werden wir auch hier das Briefgeheimnis wahren. Dann gibt es eine ganz hübsche Schachtel in Holzoptik. Und dann kann man die hier sehr schön öffnen. Und wir werfen nur einen ganz kleinen Blick da rein. Das hat keiner gesehen. Das wollen wir auch nicht weiter begucken. Nicht? Das, also, es gibt ja Leute, da setzt das gleich auf der Hüfte an. Deswegen zeige ich euch das gar nicht erst. Nicht, dass das hinterher ist, mein Stream macht dick. Also, Dann haben wir noch eine Schachtel. Die kann man hier öffnen. Soll ich die jetzt anmachen, weil wir schon dritten Advent haben? Nein, mache ich nicht. Ansonsten kommt da ja nur noch... Nein. Ich bin artig, ich schicke das komplett weiter. So, und wir haben eine hübsche Metalldose mit einer ganz tollen Banderole drumherum. Und dann kann man diese Metalldose öffnen und da kommt noch ein kleines Wunder zutage, nämlich ein kleines Leporello für Weihnachten 2020, wo man jetzt noch schön, Sprüche oder Fotos oder Erinnerungen an Weihnachten verewigen kann. Super süß in dieser Schale. Eine ganz, ganz tolle Idee. Vielen lieben Dank, liebe Anja, sag ich jetzt einfach mal, fürs Mitmachen und fürs Kreativsein und ganz toll. Wieder so ein Ding zum Neidischsein. Ja, die nächste ist Heike. Heike war eine der... Der Tannenbaum muss noch mit. Sonst gibt's Mecker mit Anja. Heikes Wichtelpräsent war eins der ersten, die hier war. Und ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich war einfach unfassbar sprachlos, als ich das gesehen habe. Übrigens, ihr habt die Mütze gesehen, ne? Bevor die mir hier gleich komplett vom Kopf rutscht. Ich hatte eine Mütze auf. ich zeige euch zuerst, es gibt ein kleines Geschenk. Ihr seht, ich war schon mal dran. Ne? Ich habe es aber wieder zugemacht, sogar mit Schleife. Ich mache es aber jetzt nochmal auf. Es ist nämlich ein kleines Geschenk für mich. Da habe ich mich auch sehr drüber gefreut. Vielen lieben Dank, Heike. Und es ist eine kleine Explosionsbox für 15 Minuten Advent. Steht auch drauf. Super süß. Mit Sternen. Und man kann sie einfach aufmachen. Und dann fällt sie auseinander. Und es gibt hier einen Tee. Hüftgold. Eine Kerze. Und es gibt auch hier, ich lege das mal zur Seite, eine kleine Geschichte. Möchte der Wichtel sich noch ein bisschen hinsetzen? Stollenbacken mit Hindernissen.
In dem Hause ist heute große Aufregung, denn es sollen die Stollen, der Festkuchen, gebacken werden. Die gute Mutter hat alle Hände voll zu tun mit Heranschaffen der einzelnen Bestandteile, mit Anordnen und Ruhegebieten. Eine schwere Aufgabe, da die Kinder heute noch mehr außer Rand und Band sind als sonst. Endlich bringt Mine die große Mulde, in der der Teig für die Stollen angerührt werden soll. Das große Werk kann beginnen. Ringsumher stehen die Kinder zuzuschauen. Das Mehl wird eingeschüttet, Milch dazu, Butter, so dass ein Brei entsteht, den Mine emsig mit ihren kräftigen Händen drückt und knetet. Fritzchen bemerkt auf dem daneben stehenden Tisch die Schale mit Streuzucker. Ihn treibt das Gelüste zu prüfen, wie es schmecke. So reckt der Taugenicht sich in die Höhe, um mit den nassen Finger einzutippen. Verliert aber das Gleichgewicht, stößt gegen die Schale, welche vom Tische fliegt und ihren ganzen Inhalt über den Fußboden verstreut. Fritz kriegt Schläge und Minne muss neuen Zucker vom Kaufmann holen. Mittlerweile ist es den beiden älteren Kindern, Otto und Hedwig, langweilig geworden. So tatenlos dazustehen, wenn was Neues kommt, sind sie ja früh genug da. In der Zwischenzeit spielen sie Ball, necken und jagen sich. Die Mama hat anderes zu tun, als sich nach ihnen groß umzuschauen. Als nun Mine wieder frisch beim Kneten ist, fliegt plötzlich ein schwarzer Gegenstand an die Wand, prallt ab und springt mitten in den Teig, den Mine gerade hoch aufgeworfen hat, und versinkt in ihm. Lautlose Stille. Endlich ruft Mama: Was ist denn das? Hedwig sagt leise: Otto hat den Schuh an die Wand geworfen. Er wollte sehen, ob er ihn als Ball fangen könnte. Ja, da ist er falsch abgesprungen, meint Otto. Ach, diese Kinder, ruft Mama erbittert. Wartet, ihr bekommt eure Schläge noch. Nun aber raus mit euch und dass ihr euch hier nicht wieder blicken lasst. Die Kinder ziehen ab. Nachdem der unselige Schuh aus dem Teig herausgegraben war, zeigt es sich, dass Otto sich gerade einen recht schmutzigen ausgesucht hatte. Mit tiefem Seufzer muss Mama einen Großteil des bald fertigen Teiges opfern und die Arbeit von neuem beginnen. Mach schnell, Mine, hol aus der Küche noch die Milch zum Zugießen. Mine eilt hinaus, kommt aber sofort bestürzt zurück. Die Katze ist bei der Milch gewesen. Ich fand sie eben mit dem Kopf tief in dem Topf, schreit sie. Da hört aber alles auf, ruft Mama. Was nun, unsere letzte Milch? Versuche, neue Milch zu erhalten, aber schnell. Mine läuft mit dem Topf über die Straße von einer Milchhandlung in die andere. Alle sind heute ausverkauft, da in allen Haushaltungen mehr Milch gebraucht wird. Endlich erwischt sie irgendwo noch einige Reste und eilt damit heim. Ehe die Milch aufgekocht ist, vergeht Zeit, währenddessen die Hausfrau schier in Verzweiflung geraten will, denn sie fürchtet, der Teig wird nicht mehr aufgehen. Und eine lockere, schöne Stolle ist doch der Stolz der Hausfrau. Ich backe nie wieder Stolle, versichert sie, indem der Backtrog mit dem Inhalt am warmen Ofen sorgsam zugedeckt hingestellt wird. Mag ein anderer den heillosen Ärger durchmachen, ich nicht. Als Mine am nächsten Mittag den so oft arg gefährdeten Stollen vom Bäcker über die Straße heimträgt, freut sie sich über das trotzdem herrlich gelungene Werk. Ich ahne sogar, dass niemals den Kindern ein Festkuchen so prächtig geschmeckt hat wie der diesjährige. Ob Mama auch zufrieden war? Ob sie später wieder selbst gebacken hat? Auch eine schöne Geschichte, ne? Nur das mit den Schlägen, das ist... Aber das ist ja heute nicht mehr so. So, Geschichte haben wir gemeinsam gehört. Tee und Kekse und kleines Teelicht mache ich dann später. Vielen, vielen lieben Dank, liebe Heike. Ich freue mich sehr. Dankeschön. Und jetzt könnt ihr mal sprachlos sein. Ich war es jedenfalls. Denn die liebe Heike hat einen Weihnachtsmarkt gebastelt. Und der Weihnachtsmarkt hat sogar Licht. Könnt ihr euch das bitte mal angucken?
Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ich bin komplett sprachlos. Ist das süß? Ich komme noch mal ein Stück näher. Was soll ich sagen? Das habe ich noch nie erlebt. Das ist der Wahnsinn, ganz ehrlich. Hier noch mal von der Seite. Zuckersüß. Ich mache auch schnell das Licht wieder aus, damit der Empfänger dieses Wichtelgeschenks noch ganz viel davon hat. Aber ich bin wirklich, also ich war platt und sprachlos, als ich das ausgepackt habe. Und das ist noch nicht mal alles. Es gibt hier sogar noch mehr. Nur nicht dran. Doch, jetzt. So. Es gibt in diesem Wichtelgeschenk. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Zwei. Oh Gott, ich muss mal aufpassen, dass ich das nicht abfackel hier. Ne? Eine Kiste. Zwei blaue Buntstifte. Und dann gucken wir in diese Kiste nochmal rein. Wir wollen nicht reingucken, glaube ich. Es gibt Taschentücher. Da steht drauf Stille Nacht. Und dann gibt es, ich lege das schnell zur Seite, weil nicht, dass das vom Angucken schon dick macht hier, ne? Und es gibt einen Lebkuchentee. Wirklich, also Anleitung ist hinten drauf. Echt süß. Und dann in dieser super süß dekorierten Box, auch innen auf dem Boden, gibt es noch Designerpapier. Mega süß. Ich packe das auch alles wieder schön ein. Auch hier die Naschis. Gott sei Dank verlassen die meine Wohnung wieder. Es ist nicht mein Hüftgold. Wow, Heike. Vielen, vielen Dank, dass du mitmachst und dass ich hier so ein tolles Geschenk zeigen kann. Also dieser Weihnachtsmarkt, er hat mich wirklich von den Socken gehauen, ganz ehrlich. Ich muss jetzt mal einen Schluck trinken. Total schön, mega ist der Hammer. Ich habe hier so viel verpasst, glaube ich. Daniela ist mittlerweile angekommen. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Daniela. Iris schreibt mega. Wow, wie schön, total schön, mega ist der Hammer. Was für eine Wahnsinnsarbeit. Ja, das ist, also ich war sprachlos. Und ich habe immer noch keinen. War es kein Weihnachtsmarkt? Dein wichtiges Geschenk kommt noch. Das steht da auf dem Tisch. Die Box ist auch mega schön, lieber Heike. Da wäre ich gern scharf auf die Anleitung. Wenn ich mal so unverschämt sein darf. Ja, das macht ihr bitte unter euch. Hm? Ja, dann, wir machen einfach weiter und zwar mit der Ramona. Ramona hat auch ein wichtiges Geschenk, relativ früh schon geschickt. Ich fange an mit dem, den stellen wir dahin. Hier haben wir ein kleines Wichtelsäckchen für Christiane. Das bin ich. So, liebe Ramona, ich freue mich sehr. Hoppala. Wir haben eingepackte Kerzen. Kann man das sehen? Ja, ne?
ohne dass mich gleich die Kerzen abfackeln. Genau, Kerzen eingepackt in eine kleine Box und eine Weihnachtskarte. Und auch da das Briefgeheimnis, ne? Ich sage auf jeden Fall herzlich Dankeschön, liebe Ramona. Und das wichtige Geschenk von Ramona, was weitergeschickt wird von mir am Montag, ist das hier. Und da gucken wir jetzt auch mal rein. Da ist nämlich auch eine ganze Handvoll Sachen drin. Wir haben einmal, oh Gott, wenn das jetzt angeht, einen kleinen Wunscherfüller. Die legen wir mal ganz weit weg von den Kerzen, ansonsten haben wir hier gleich noch Rambazamba. Wir haben einen Adventskalender für unterwegs und tatsächlich ist da drin auch ein Adventskalender to go. Ich habe ja schon geschnüffelt. Mit so einer kleinen schicken Banderole ist da ein Adventskalender to go drin. Und ich war auch artig, habe nicht, also das darf der Empfänger dann tun, sobald das Ding bei ihm ankommt. Dann haben wir natürlich auch eine Karte für den Wichtelempfänger. Wir haben eine Box. Kann man das leider wieder nicht so schön sehen, obwohl ich das eigentlich versucht hatte, echt schön da wieder rein zu drapieren. Da ist eine Weihnachtskugel drin, eine Tannenbaumkugel. Und auf der Tannenbaumkugel steht Lieblingsmensch. Stimmt das? Stimmt. Steht Lieblingsmensch drauf. Die war in dieser Kiste. Und dann haben wir, mal gucken, dass wir das hier wieder zusammengebaut kriegen. Hoppala. Ah. Wir haben ein viel Glück fürs kommende Jahr. Und wir haben ein, ich bin mir nicht sicher, ob es Holz ist. Auf jeden Fall ist es gestaltet. Könnt ihr das sehen? Mit Wichtelkerze und dieser Holzblock oder der Block ist gestaltet. Auch sehr süß. Das ist das wichtige Geschenk. Vielen lieben Dank an dich, liebe Ramona, fürs Teilnehmen. Das tun wir hier wieder rein, damit das dann jetzt heile zum Empfänger weiterrennt, fliegt, fährt, läuft. Muss mal eben gucken, wo geht es denn hin? Nee, es muss fahren. Tatsächlich. Fährt mindestens in meinem tollen großen Auto morgen zur Post. So. Und dann machen wir hier wieder den Clip drauf. Zack. Und schön ist es wieder eingepackt, damit der Wichtelempfänger es dann auch anschauen kann. Genau. Vielen lieben Dank, liebe Ramona. Weiter geht's mit dem Geschenk von der lieben Iris, bitte. Schön. Das parken wir noch mal auf meinem Knie. Vielen Dank. Die liebe Iris hat eine ganz süße Karte gemacht.
Und hat eine Dose. Passt so schön zu meiner Keksdose. Aber ich muss sie auch wieder, ne, weiterschieben. Eine Metalldose, eine weihnachtliche. Mega niedlich. Und wenn wir die mal aufmachen, da wollen wir gar nicht reingucken. Deswegen machen wir die Metalldose ganz schnell wieder zu. Und dann hat die liebe Iris eine Tüte gebastelt. Auch sehr schön. Und in dieser Tüte drin ist eine Packung Memories and More. Kartensortiment, Erinnerungen und mehr, Teestube. Ein super beliebter Artikel. Gibt es aber leider nicht mehr. Also eine echte Rarität. Dazu haben wir hier ein Kraftpapier-Notizbuch, welches designt werden kann. Vermutlich mit den Teestube-Karten. Dann haben wir hier noch kleine bunte Perlchen. Geteilte Leidenschaft. Und es gibt ein Licht. Und es gibt Sterne. Das Licht. Ich weiß schon, warum ich immer meine Haare zu habe, ne? Weil sie mich dann nicht so stören. Das machen wir jetzt einfach mal an, in der Hoffnung, dass er nicht. Ah, sehr schön. Ist auch ein sehr süßes Kistchen mit unseren Weihnachtssternen und Teelicht. Sehr, sehr süß. Ich glaube aber, es ist nur ein Band. Man kann diese Kiste, glaube ich, es ist zumindest nichts drin. Dann machen wir auch hier schnell die Batterie wieder aus, damit der Empfänger noch was davon hat. Stecken das hier wieder rein und sagen vielen lieben Dank auch an dich, liebe Iris, fürs Mitmachen. Ein ganz, ganz tolles, wichtiges Geschenk. Ich muss mich schon wieder zurückhalten, hier nicht die Süßigkeiten aufzuessen. So, danke schön. Keiner schluckt her. Danke. Die Karte ist schön. Wunderschön. Tolles Wichtelgeschenk. Genau. Ich freue mich auch sehr. So tolle Wichtelgeschenke zusammengekommen. Genau. Wir machen weiter bitte mit dem Wichtelgeschenk von Anke. Ich muss ja ehrlich sagen, mit so einem Wichtelhelfer ist das nochmal so toll. Dankeschön. Und zwar haben wir von der Anke auch eine Karte. Gefällt mir auch wirklich gut. Die Wichtel sind auch dieses Jahr echt nett, ne? Gibt es in allen möglichen Facetten. Und dann gibt es von der lieben Anke eine Kiste. Die ist auch süß, ne? Und da drin, ich nehme das mal raus. Da ist nämlich ganz viel Watte drin. Es gibt hier drin ein Schild, da steht drauf für Christiane. Und ich war wirklich gerührt, liebe Anke. Da hätte ich ja im Leben nicht mit gerechnet. Ich habe von der lieben Anke eine Kette gekriegt. Mit einem... du musst mich nochmal aufklären, was das für ein Material ist. Mit einem Anhänger. Echt
riesig schön. In rosa. Hm. Anke hat aufgepasst. So. Hm? Passt nicht zu den Tannenbäumen, aber also, die behalte ich gleich an. Liebe Anke, danke schön. Ich freue mich so sehr. Ich war wirklich sprachlos. Danke, danke, danke. Aber auch die Anke hat ja natürlich ein Wichtelgeschenk. Mit Bommel. In Rot. Und da gibt es gleich die nächste Karte. Natürlich auch mit Wichteln. Anja schreibt ein Lob an den Wichtelhelfer und danke. Der Wichtelhelfer winkt. Die Wichtelhelferin. Es ist ja schon bekannt, dass du eine Frau bist. Winkt. Knuffig. Steht mir gut. Ja. Nicht mit den Tannenbäumen, weil die stehlen sich jetzt hier gegenseitig die Show. Aber ich habe ja sonst schlichte Oberteile. Da passt das richtig gut dazu. Die Karte für den Wichtel. Meine Karte legen wir zu mir. Und dann gibt es... Das habe ich ja noch nicht gesehen, ne? Also. So. Darf ich dir das kurz in die Hand drücken? Dankeschön. Ein Sofa. Ist das nicht niedlich? Da kann man unten was einspannen. Und dann kommt das da oben raus. Ist das nicht süß? Ein Taschentuchsofa. Und theoretisch könnte man das Handy gleich daneben stellen, oder? Also, super niedlich. Sehr, sehr süß. Hier ist noch eine Stecknadel drin. Ich vermute damit, dass hier nicht verloren geht zum Transport. Müsst du aufpassen, lieber Wichtel, wenn du das auspackst, dass du da nicht reinfasst. Genau. Das geht. Hoppala, weiter an den Wichtel. Ein süßes, süßes Geschenk. Dankeschön. So, die nächste ist dann Simone, bitte. Dankeschön. Da muss ich passen, was das Material angeht. Ach so, ja, nicht schlimm. Ich hatte gedacht, aber... Es steht mir auch gut, egal was es ist. Vielen, vielen Dank nochmal. Sehr gerne. Was für eine tolle Idee mit dem Sofa. Ja. So, hier haben wir das nächste wichtige Geschenk von der Simone. Auch Simone war so lieb und hat auch mir eine Kleinigkeit gebastelt. Steht oben drauf für Christiane. Ist so eine kleine Kiste. Unten drunter steht liebe Grüße Simone. Und wenn man da reinguckt, dann lacht einen ein Wichtel an. Da. Ein kleiner Wichtel und eine Duftkerze Magnolienblüte. Machnolie, ne? Würde meine Mutter jetzt sagen. Sehr gut. Riecht super. Mag ich echt gerne. Kommt gleich nach Weihnachten auf den Tisch. Also ist auch witzig. Jetzt habe ich gerade... Geht beides, ne? Sehr süß. Ganz toll. Dankeschön, liebe Simone. Und dann gibt es eine Karte, die finde ich auch echt hübsch. Und eine Kiste. Mit dem tollen Designerpapier, was letztes Jahr einfach out of order war. Was wir freundlicherweise dieses Jahr wiedergekriegt haben und was wir jetzt bebasteln können ohne Ende. Eine Kiste.
Und diese Kiste kann man aufmachen. Vorsichtig. Dann gibt es nochmal einen Gruß. Und dann gibt es Glitzer. Glitzer in Form einer Nagelfeile. Auch hier ist ein kleiner süßer Wichtel zu finden. Es gibt glitzernde Teelichter. Zwei Stück an der Zahl. Und wenn man übrigens fertig ist mit der Maniküre, könnte man hier noch schön mit Hand- und Nagelcreme Vanilla Mask weitermachen. Und dann machen wir hier noch weiter. Hier gibt es nämlich Bath and Shower Gel Vanilla und Hand and Body Lotion Vanilla, damit man richtig schön ein Wellness-Paket zusammen hat. Eine ganz süße Idee und echt toll verpackt. Das packe ich natürlich alles wieder schön zusammen, damit die Empfängerin, kann ich auch so sagen, weil wir sind tatsächlich nur Mädels gewesen dieses Mal. Letztes Mal hatten wir ja auch männliche Beteiligung. Diesmal sind wir nur Mädels. Jetzt muss ich nochmal gucken. Ja, freut sich. Gehe ich fest von aus. Die Gruß legen wir wieder oben drauf und dann machen wir die Kiste wieder zu. Und dann geben wir das dem Wichtel, ich glaube so, und die hier war meine. Dankeschön. Geschenke auspacken ist ganz schön anstrengend, oder? Prost. Trinkt ihr auch schönartig euren Tee? Immer schön, 2 Liter am Tag? Ich arbeite dran. Sehr schön. Die nächste ist Maria. Seid ihr auch so sprachlos wie ich? Süß, wie schön. Sieht beides toll aus. Ja. Ups. Nicht lesen und festhalten gleichzeitig. Ich bin einfach echt sprachlos. Ist das jetzt alles? Nein. Ich hab's befürchtet. Der Platz wird eng. Ich versuch's mal hier auf dem Stuhl. Ach ja, richtig. Jetzt erinnere ich mich. Dankeschön. So. Ein riesiges Paket hat mich erreicht. Wir starten wieder mit einer Kleinigkeit für mich. Hier gibt es inzwischen Cola nach dem Glühwein. Ah, ja. Wasser, hier. Sehr gut. Für Christiane Stempelpalast zum Dank. Sehr, sehr gerne. Ich danke dir, liebe Maria. Ich freue mich sehr. Sehr gefreut, dass du mitgemacht hast. Und zwar gibt es hier, total niedlich, ne? Ein Häuschen und ich würde sagen, es ist mit einem Kreidestift bemalt und es ist zusammengenäht und hinten ist es Designerpapier. Mit Washi-Tape zugeklebt und hier drin sind lauter kleine Karten und ein Bleistift. Und wahrscheinlich ein Kreidestift und ein Fineliner, mit dem man kreativ sein kann. Und ich finde es wirklich eine mega Idee, auch einfach auf diesen kleinen süßen Karten, ich muss das hier mal eben ablegen, auf diesen kleinen süßen Karten, auch schwarz für den Kreidestift. Und also vielen, vielen lieben Dank, super niedlich. Und
Da kann ich mich in den Weihnachtstagen tatsächlich mal so ein bisschen austoben. Da freue ich mich sehr. Dankeschön, liebe Maria. Das. Dankeschön. So, und weiter geht's. Eine Karte. Maria hat einen ganz lieben Gruß hinten drauf geschrieben. Ich gucke da nur gerade drauf, deswegen. Also, da freut ihr euch bestimmt drüber. Und man kann hier das hochziehen. Seht ihr das? Und es gibt den Spruch, ein wenig Weihnachtsstimmung hält alle Herzen auf. Versteckt in dieser Karte. Sehr, sehr süß. Dann haben wir einen kleinen Aufzug in einer Verpackung mit einem Filzherzchen. Finde ich auch super niedlich. Und in diesem kleinen Aufzug, ich tue das mal nicht zu weit, ansonsten haben wir wieder ein Kilo mehr. Sehr, sehr süß gemacht. Und dann haben wir hier eine kleine Box. Die hat eine kleine Banderole. Und dann kann man in diese kleine Box reinschauen und stellt fest, es gibt in dieser kleinen Box elektrische Teelichte. Ich lasse das mal so, ne? Inklusive Anleitung und Batterie. Auf jeden Fall sehr süß. Elektrische Teelichte finde ich immer super praktisch, weil man die ja überall einfach anmachen und ignorieren, ohne dass man hinterher einen Herzinfarkt kriegt, weil man sie nicht ausgemacht hat oder so. Finde ich wirklich sehr, sehr praktisch. Dann haben wir hier eine kleine weitere Box. Da haben wir auch wieder ein paar Wichtel am Start. Und in dieser Box befindet sich ein Tuch. Ich weiß nicht so genau, wie ich das am besten zeigen kann, ohne da jetzt zu viel reinzuhusten. Es ist so, also man kann schon durchfassen, aber es ist so eine Art von dreieckig. Ich würde sagen, es ist selbst genäht und ich finde es mega süß. Wie so ein, ja, wie so ein Loop, aber nicht überschlagen. Ich mag es sehr, sehr gerne und muss es weiterschicken. Steck's hier wieder rein. Aber auch da sind wir noch nicht am Ende. Der Stuhl liegt noch voll. Wir haben Zeit fürs Weihnachtsgesicht, steht da drauf. Ich habe es nicht aufgemacht, weil ich vermute, dass es versiegelt ist, aber ich denke, es ist Honig. Doch, ich denke, es ist, man kann es abziehen. Es ist, deutscher Bienenhonig direkt vom Imker. Honig ist für Säuglinge unter 12 Monate nicht geeignet. Gut. Kriegen wir hin. So, dann haben wir. Er war wirklich jemand fleißig, ne? Ein paar Socken. Auch sehr, sehr süß in Türkisgrau, falls die Farbe jetzt hier gerade nicht so rüberkommt, weil das Licht so ein bisschen schummerig ist. Türkisgrau. Dann haben wir hier eine süße Box. Frohe und gesegnete Feiertage.
Neulich hatten wir die christlichen Sprüche gesucht, ne? Als wir christliche Weihnachten als Thema hatten in unserer Challenge. Hier ist es drauf. Und hier haben wir Warm Vanilla Handcreme. Das fummel ich natürlich gleich noch wieder zu. Ich gebe es nur jetzt einfach mal so ab. Dann gibt es, wir sind übrigens immer noch bei Maria. 2 Kilo obendrauf. Also, habt ihr gesehen, ich stecke es schnell wieder rein, damit wir nicht vom Zugucken schon dick werden. Noch dicker werden. Also ich, als ich es sowieso schon bin. Dann haben wir hier einen Briefumschlag. Hier drin vermute ich gerade die Anleitung. Ach, es ist eine Anleitung für eine Karte. Nein, es ist eine Anleitung für mehrere Karten. Und ein Kunstkalender für 2021. Mit Blumen. Winterlandschaft. Kann man das sehen? Ja, ne? So ein bisschen. Bisschen kann man da stöbern. Oh ja, Februar, ne? Bisschen Klischee. Möchte ja sein. Sehr schön. Wir gucken jetzt nicht alle Bilder weg, ansonsten ist der ja leer, wenn der denn bei dem Wichtel ankommt. Das tun wir. Dankeschön. Da wieder rein. Und ein letztes. Und das habe ich tatsächlich mich noch nicht ausgepackt, nicht getraut auszupacken. Das mache ich mit euch jetzt das erste Mal. Weil ich echt Schiss hatte, dass ich es nicht wieder zusammenkriege. Ich habe es nämlich schon geahnt. Es fühlte sich schon so an. Das Schildchen müsste unbedingt wieder mit dran. Ihr kennt das bestimmt vom Weihnachtsmarkt. Ich bin echt sprachlos, was wir hier so als Wichtelgeschenke haben. Also so hochwertig. Es gibt diese Schale, ich stelle das mal eben hier auf meine Tasse oben drauf. Denn es gibt diesen Deckel und das, ihr habt das bestimmt auf dem Weihnachtsmarkt schon mal gesehen. Der kann so schön leuchten. Oh wow. Wahnsinn. Ich halte euch den mal in die Kamera. Das ist so ein bisschen mit Sternen, ein Sternenhimmel. Einen wunderschönen guten Abend, liebe Anna. Schön, dass du reinschaust. Seht ihr das? Und der gehört nämlich jetzt normalerweise hier drauf. Und da das Porzellan so dünn ist, strahlt das Licht da quasi durch. Ich würde euch das so gerne zeigen, weil ich das echt schön finde. Vielleicht versuchen wir das mal hier mit der Kerze. Kann man das sehen? Ja, ne? So ein bisschen kann man das erahnen, wie das leuchten kann. Wirklich, wirklich schön. Ich bin echt sprachlos. Und ich habe echt Schiss, dass das jetzt kaputt geht. Ne? Wir müssen das wirklich schön einpacken, damit das jetzt auch noch heile zum Ziel kommt. Weil das wäre wirklich schade. Oh, Wahnsinn. Ich bin also ehrlich. Vielen lieben Dank, liebe Maria. Weiß nicht, was ich sagen soll. Dankeschön. Schön, dass du dabei bist bei unserem Weihnachtswichteln. So. Ich trinke noch was. Ich bräuchte noch ein bisschen Tee. Wow, Wahnsinn. Ich guck mal, was ihr so schreibt.
süß, sehr schön. Genau. Hallo Anna. Sehr, sehr schön. Schön, dass ihr alle da seid. Ja, wir machen weiter mit dem Geschenk von Eva. Und da muss ich ja sagen, Entschuldigung, wenn ich das so direkt sage, ich bin hart neidisch. Könnt ihr bitte mal gucken? Es ist rosa und ich muss es wieder abgeben. Ist es nicht furchtbar? Oh, ich danke schön. Ich bin echt hart neidisch. Und es sind so viele. Guckt nicht hin, es macht nur dick. Oh. Das Problem ist, die müssen zur Seite, weil darunter wird es noch viel besser. So, habt ihr mitgezählt, damit der Wichtel auch alle kriegt? Ja, ne? Guckt euch bitte das hier an. In rosa. Ich bin echt neidisch. Guckt mal. Ein Schneemann-Lokus. Ist das süß? Krass, oder? Sehr, sehr niedlich. Dann gibt es hier noch zwei so rosa Mini-Kleine. Und guck mal ihn hier. Er ist doch auch ein toller, oder? Ja, da ist schon vorne. Da gibt es halt nicht mehr. Aber er ist auch einfach so süß. Anna möchte auch sowas, ja. Nächstes Jahr, Anna, musst du beim Wichteln mitmachen. Gelassenheit ist häufig der Schlüssel zum Glück. Eine Kerze. Ich bin so hart neidisch. Also, ganz, ganz süß. Mega toll. Ein ganz süßes Teil. Ob das, das sind 8. Ob das auffällt, wenn da nur noch 7 ankommen? Die sind rosa. Und es ist Marzipan. Immer muss ich das wieder abgeben. Aber das kommt davon, wenn man beim Wichteln nicht mitmacht. Also merken, ich kriege nächstes Jahr das Wichtelgeschenk von Eva. Ne? Darf ich dir das ganz kurz? Dankeschön. Und dann gibt es ein herzliches Dankeschön. Auch super niedlich. Mit noch mehr Hüftgold. Von Eva für mich. Da gucken wir auch mal eben in die Karte rein. Da ist Evas Karte an mich. Wundert euch nicht von dem Loch. Da ist auch ein Loch durch. Da hinten kann man es sehen. Da war die Karte schon im Umschlag. Gucken wir nicht drauf. Sehr, sehr süß und kalorienhaltig. Vielen lieben Dank, liebe Eva. Und wir haben noch eins vergessen, nämlich die Karte an den Wichtel. Mit Wichteln. Die sind dieses Jahr echt trendy. So, zack. Eins haben wir noch. Habt ihr Lust? Ein Geschenk haben wir noch. Iris sagt, Iris macht ein Herzchen. Elektra sagt, süßer Wichtel. Anke sagt, ja, lecker. Genau. So. Ein letztes haben wir noch. Das ist das wichtige Geschenk von Shelly. Da haben wir eine ganz tolle grüne Kiste. Ich glaube, sie wollte mich nicht ärgern, weil es ist nicht für mich. Beklebt mit Designerpapier.
stelle mir die Kiste mal hier hin. Und in der Kiste drin ist ein weiteres Geschenk. Aber ich habe schon gelinst. Habe ich ja bei allen. Na, bei fast allen. Aber hier habe ich auch schon gelinst. Weil sie hat das auch so nett eingepackt ohne Tesafilm, dass ich es dann auch wieder einpacken kann. Das war ja mein Wunsch an euch, damit wir es hier zwischen auspacken und bestaunen können, damit wir es hinterher wieder einpacken können. Shelly hat eine kleine Tasche genäht mit Reißverschluss und Luft drin. Aber sehr süß, da eine, vielleicht eine Kulturtasche oder eine sonstige Tasche für, ich wüsste schon, also ein Handtaschenordner wäre das mein, das wäre meins. Könnte in die Handtasche und dann könnte man da 1000 Kleinigkeiten, die fliegen dann nicht so rum in der großen Handtasche. Und Jelly ist halt der grüne Reißverschluss. Das ist aber nicht dieser. Der grüne Reißverschluss für irgendjemanden, der unseren Podcast gehört hat, ist nicht so grün. Der ist richtig grasgrün. Dies hier ist hübsch. Wollte es nur noch eben erwähnt haben. Und dann gibt es etwas, was ich fürchte, einen kleinen Unfall hatte. Dadurch, dass es gelegen hat. Da ist nämlich, ich würde sagen, ein bisschen Kakao ausgelaufen. Deswegen habe ich das auch nicht weiter geöffnet. Das ist einer unserer Halter. Es gibt dort einen Löffel und es gibt dort einen Becher. Und dieser Becher hat so ein bisschen das Getränk, den Trinknüppel offen und ich könnte mir vorstellen, dass da Kakao drin war, der jetzt so ein bisschen sich in dieser Verpackung verteilt hat. Deswegen habe ich sie noch nicht weiter aufgemacht. Und es gibt selbstgebackene Kekse. Deswegen muss das auch dringend morgen weiter, damit das dringend gegessen wird. Und ich habe mich schwer zurückgehalten, weil das sind Tannenbaumkekse mit rosa und weißen Sternchen. Ich halte es euch noch mal hin. Kann man gar nicht schlecht sehen, ne? Doch, ein bisschen kann man das. Oh Gott. Hauptsache, ich fackel hier nicht das Geschenk ab. Das wäre blöd. Und dann muss ich noch eins aufmachen. Nämlich die Karte. Denn wir wollen ja uns wenigstens die Karte angucken. Auch sehr schön mit Schneeflocken. Habe ich auch echt viel zu wenig mitgearbeitet in diesem Jahr, tatsächlich. So. Das war's. Ich bin echt sprachlos. Ihr Lieben, das war so toll. Ihr habt euch so viel Mühe gegeben. Es waren so, so schöne Wichtelgeschenke dabei. Und ich bin wirklich hart neidisch. Dieser Weihnachtsmarkt, ne, der macht mich fertig. Immer noch. Und dieser rosa Wichtel. Ne? Und, ach, es waren wirklich alle wunderschön. Vielen, vielen Dank fürs Mitmachen. Ich werde die umpacken heute Nacht und werde sie morgen, allerspätestens übermorgen, zur Post bringen. Der ein oder andere von euch hat bestimmt heute schon eine Erinnerung oder eine E-Mail bekommen, weil ich die Paketmarken heute schon ausgedruckt habe. Da könnt ihr ja dann auch nachverfolgen, wann ich es einliefere. Ich hoffe, dass ich es tatsächlich morgen schaffe. Vielen, vielen lieben Dank. Mir macht das immer wieder Spaß und es ist immer wieder wie Weihnachten, wenn die ganzen Pakete hier ankommen und ich sie einfach schon auspacken darf, um sie anzugucken. Und ich liebe diesen Wichtel-Stream mit euch. Einfach Weihnachten feiern, ein bisschen zusammensitzen, Kerzen, Tee, Kekse. Wirklich, wirklich schön.
Tolle Wichtelgeschenke. Was für ein wunderschöne Wichtelgeschenke. Eins schöner als das andere. Mega schöne Wichtelpakete. Ganz herzlichen Dank an dich, meine Liebe, dass du das alles möglich machst. Sehr, sehr, sehr gerne. Es macht mir auch immer wieder großen Spaß. Und ja, ich freue mich wirklich sehr, dass das schon das zweite Jahr ist, in dem das so erfolgreich funktioniert hat. Und ja, ich glaube, ich verrate nicht zu viel, dass wir das natürlich nächstes Jahr wieder machen. Und ja, wer Lust hat, ich habe im September aufgerufen für das Wichteln. Nein, Entschuldigung, ich habe im Oktober aufgerufen, glaube ich, für das Wichteln. Ich habe, glaube ich, am 1. November angefangen zu basteln. Also habe ich im Oktober aufgerufen für das Wichteln. Und wer Lust hat, hält einfach nächstes Jahr im Oktober die Augen offen. Oder schaut auf meinem Blog. Da steht es das ganze Jahr tatsächlich mit alten Daten. Aber ich werde es dann irgendwann aktualisieren, wenn ich es geplant habe. Genau. Danke an dich, liebe Christiane Knutscher. Sehr gerne, liebe Iris. Vielen lieben Dank an alle Wichte für so tolle Sachen und an mich für die Arbeit. Sehr gerne, liebe Simone. So, wer nicht wissen möchte, wessen Geschenk er bekommt, für den ist es jetzt Zeit, sich zu verabschieden. Ich habe das erste Mal sowas mitgemacht. Ich werde bestimmt wieder mitmachen. Vielen Dank nochmal für die Organisation. Sehr, sehr gerne, liebe Heike. Ich hatte vorhin mit dir geschrieben, ich werde dir jetzt das Komplettpaket schicken. Und wir sehen und treffen uns dann einfach, wenn wir das wieder dürfen. Ich glaube, das ist die bessere Variante. Hm? Ja, ihr Lieben, ich sage ganz herzlich Dankeschön. Ich freue mich wirklich sehr, dass das Wichteln so gut ankommt und ich glaube einfach, dass eine Freude machen, gerade auch in dieser Zeit, wirklich was Schönes ist. Und ich werde das jetzt ganz liebevoll wieder einpacken und auf die Reise bringen, sodass auch ihr euch über eure Wichtelgeschenke freuen könnt, wenn ihr sie dann in der nächsten Woche auspackt. Und ja, Anke bleibt, das freut mich. Und ja, ich würde einfach mal anfangen, euch zu verraten, wer die Wichtelgeschenke in Empfang nimmt. Also jetzt ist der letzte Zeitpunkt abzuschalten, wenn du nicht wissen möchtest, von wem oder an wen dein Wichtelgeschenk geht oder welches du dann bekommst, wäre jetzt der Punkt abzuschalten. Ansonsten starte ich jetzt mit der Bekanntgabe, wer wessen Geschenk bekommt. Ja, wir fangen von hinten an. Das haben wir noch am allerbesten in Erinnerung. Das Geschenk von Shelly mit den selbstgebackenen Keksen und der heißen Schokolade und der genähten Tasche. Das bekommt die liebe Ramona. Dann hatten wir das Geschenk von Eva. Hart neidisch auf Rosa. Ihr erinnert euch. Liebe Heike, das Geschenk geht zu dir. Und ich bin wirklich hart neidisch. Ich wünsche dir ganz viel Spaß damit, liebe Heike. Dann hatten wir das Potpourri an Geschenken mit selbstgestrickten Socken mit von der lieben Maria, inklusive der tollen Geschichte, die ich am Anfang des Streams vorgelesen habe. Das bekommt die Shelly. Dann hatten wir das Geschenk von der lieben Simone. Jetzt fällt mir das Wort nicht ein. Wellness-Tag habe ich es vorhin genannt. Die Wellness-Kiste bekommt die liebe Eva. Dann haben wir das Geschenk von Anke. Die Besetzungscouch. Nee, so heißt sie nicht. Die Taschentücher-Couch. Die Taschentücher-Couch bekommt die liebe Iris. Viel Spaß damit. Die liebe Iris, jetzt muss ich doch tatsächlich schon einmal rüberschielen. Unser Wichtel hält noch mal eben eins hoch von Iris. Genau, die Metalldose und die Tüte, die selbstgebastelte, inklusive dem Inhalt,
geht zu der lieben Maria. Dann haben wir das Geschenk von Ramona. Mein Kurzzeitgedächtnis ist ja auch echt. Ich glaube, da hinten. Ach, das ist der Wichtelsack, erinnert ihr euch? Mit dem eckigen, gestalteten Kerzenständer und so. Das Geschenk von der Ramona geht zu Steff. Das Geschenk von Heike. Ich brauche es, glaube ich, nicht nochmal wiederholen. Das andere Geschenk, auf das ich hart neidisch bin. Und ich freue mich wirklich sehr. Liebe Anja, das geht zu dir. Der tolle Weihnachtsmarkt, der ist bald bei dir. Und der darf ein bisschen bei dir leuchten. Ich freue mich ohne Ende. Für Anja auch. Ja, die liebe Anja hat gebastelt. Wir erinnern uns an Hüftgold in Viereckform und die Kiste drumherum. Und wir erinnern uns an die Teelichte. Da darf sich die liebe Anke drüber freuen. Und das Geschenk von Steff, da brauche ich jetzt auch noch mal eben einmal Unterstützung. Und mit dem Stern und dem Adventskalender. Ach ja, der Kalender, der Sprüchekalender. Da darf sich Simone drüber freuen. Und ich sag dir, stell dir am besten auch so eine Besetzungscouch daneben. Also ich lache regelmäßig Tränen über diesen Kalender und ich freue mich sehr, dass du wirklich viel, viel Spaß haben wirst im kommenden Jahr. Und der Stern ist auch echt schön. So, jetzt ist es raus. Ich freue mich so sehr für euch. Ich habe ja nur rumgeschickt, wer was mag und wer was nicht mag. Und ich freue mich einfach wirklich, dass das so super gut funktioniert und dass wirklich jeder auch die Vorlieben und Abneigungen berücksichtigt hat und wirklich sich Mühe gegeben hat, etwas zu finden, was einfach schön ist und was ja dem anderen Freude bereiten könnte. Und ja, das war's schon. Der Wichtelstream geht zu Ende. Ich schaue noch einmal, was ihr so schreibt. Wir freuen uns gerade mega. Ja, Anja, du kannst dich wirklich freuen. Das ist, also ich weiß nicht, was ich sagen soll. Simone freut sich, Anke freut sich, Iris freut sich, Steff mit PH, liebe Simone. Das wirst du aber, glaube ich, sehen, wenn du das Geschenk in den Händen hältst. Genau. Ihr Lieben, vielen Dank fürs Zuschauen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich wünsche euch noch einen tollen Rest dritten Advent. Habt's schön, macht's euch schön, auch wenn die nächste Woche oder vielleicht die Zeit bis zum 10. Januar kompliziert wird. Ich bin da, in Zoom, für euch, mit euch. Sollte euch langweilig sein, solltet euch die Decke auf den Kopf fallen, schreibt mich an, wir quatschen, wir basteln. Wir machen uns die Zeit einfach schön. Miteinander, jeder zu Hause. Ich drücke euch von Herzen, wünsche euch schöne Weihnachten und vielleicht rutschen wir gemeinsam ins neue Jahr. Macht's gut, ihr Lieben.